Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel SV Sandhausen gegen den FC St. Pauli. Wir hatten 7.364 Zuschauer. Das Spiel endete torlos 0:0. Zu meiner Linken unser Trainer, der Alois Schwarz. Zu meiner Rechten der Gästetrainer Ewald Lienen. Und der Hinweis an die Journalisten: Wir übertragen diese Pressekonferenz heute das erste Mal in unseren VIP-Raum. Das heißt, wenn die Fragen nachher gestellt werden, bitte warten, bis das Mikrofon da ist. So, legen wir los. Herr Lienen, wie haben Sie das Spiel Ihrer Mannschaft über die 90 Minuten gesehen? Halten Sie es oder soll ich es halten? Ja, also ich denke mal, wir hätten ja gerne 3 Punkte mitgenommen, weil ich denke, über die gesamte Spielzeit gesehen wäre das auch verdient gewesen. Zufrieden bin ich mit der Einstellung sowieso, aber auch mit unserem Defensivverhalten. Wir haben vor allen Dingen in der ersten Halbzeit komplett dominiert und ich glaube noch nicht mal einen Torschuss zugelassen. In der zweiten Halbzeit war mal ein Torschuss dabei von Boadus und später die große Chance von Woten. Das war auch die einzige eigentlich. Und damit bin ich sehr zufrieden, weil das ist erstmal die Basis für alles Weitere. Denn St. Pauli hat bisher 39 Gegentore, das sind die meisten in der Liga. Und wenn wir drin bleiben wollen, dann müssen wir das unterbinden. Und das ist erstmal die Basis und das haben wir heute gut gemacht, aus meiner Sicht. Natürlich müssen wir so eine Halbzeit, die wir so dominiert haben wie die erste Halbzeit, in Tore ummünzen. Die größte Chance, ich glaube, das hat jeder gesehen, das war der Ante Budimir, der muss einfach das Tor draus machen. So eine Chance, wenn ich so eine bekomme, dann muss der Ball im Netz zappeln. Und dann haben wir sicherlich eine andere Möglichkeit, dann kann Sandhausen sich nicht vom eigenen 16er formieren, sondern dann müssen sie rauskommen, dann gibt es Räume. So wie sie das ein oder andere Mal schon mal machen mussten. Ingolstadt war so ein Spiel, glaube ich. Aber das haben wir uns leider nicht, wir haben uns leider nicht dafür belohnen können für dieses Spiel. Wie gesagt, mit 1:0 in Führung kann es nochmal ein anderes Spiel werden, mit viel mehr Räumen nach vorne. Und so haben wir dann im Grunde genommen über weite Strecken auf eine stehende Abwehr zuspielen müssen und haben uns dann nicht hinbekommen, noch mehr richtig große Torchancen zu erspielen, die eine oder andere. Aber es war dann nicht zwingend und klar genug, was aber auch sicherlich schwierig ist, wenn man von oben schaut, sieht das gut aus. Aber wenn ich über den Platz drüber gehe, um den 16er herum, das ist schon sehr, sehr schwierig für die Spieler, dort den Ball schnell und sicher laufen zu lassen, weil ein flaches, schnelles Kombinationsspiel ist bei solchen Platzverhältnissen kaum möglich. Trotz alledem hatten wir unsere Möglichkeiten und hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Am Ende haben wir einen Punkt und da müssen wir jetzt mit leben. Wir wären gerne in der Position und Situation von Sandhausen. Ein kleiner Verein, der hier was Großartiges geleistet und hingestellt hat und schon ein paar Punkte mehr haben als wir. Wenn wir in der Situation wären, wären wir auch glücklicher. Aber auch Kompliment hier an die Arbeit vom Alois und vom Verein. Ich denke, dass man, wenn man hier die Klasse erhält, dass das eine Top-Leistung ist unter den Voraussetzungen, die hier gegeben sind. Wir hätten heute gewinnen müssen, aber so, jetzt müssen wir damit leben und jetzt geht's weiter. Dankeschön. Merci. Alois, deine Meinung zum Rückrundenstart, torloses 0:0. Ja, danke Ewald. Wir haben uns viel vorgenommen, wir haben eine ordentliche Vorbereitung gespielt, haben auch spielerisch in den Vorbereitungsspielen dazugelegt und wo das Spiel heute losging, haben wir alles vermissen lassen. Wir kamen nicht in die Zweikämpfe, haben im 4-4-2 gespielt gegen den 4-2-3-1, die Mitte war ständig offen und so kam auch die Riesenmöglichkeit durch Budimir und hat Ewald auch recht, wenn der Ball reingeht, dann dürfen wir uns nicht beschweren. Je länger dann die Halbzeit lief, haben wir auch viele Passfehler gehabt, haben den Gegner eigentlich aufgebaut und sind aber nicht bestraft worden. Dann haben wir es ein bisschen korrigiert.
Haben dann auch umgestellt ins 4-2-3-1, ein taktischer Wechsel. Da musste der Alex dann dementsprechend ins Gras beißen. Dann wurde es etwas besser, wir haben uns in die Partie reingekämpft, waren dann auch ein bisschen präsenter, haben den Gegner weghalten können vom Tor. Große Tormöglichkeiten waren nicht mehr da. Die Tormöglichkeit von unserer Seite, die große, war durch Wooten. Deswegen gleicht sich vielleicht ein bisschen aus, Budimir und Wooten die großen Möglichkeiten gemacht. Aber letztendlich müssen wir mit dem Punkt hier zufrieden sein. Da war heute vom ganzen Spiel eigentlich nicht mehr drin. Und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt in Ingolstadt eine Art und Weise haben, die wieder besser ist, die präsenter ist, vor allen Dingen auch im Spiel mit dem Ball. Und dann vielleicht eine kleine Überraschung in Ingolstadt schaffen. Dankeschön. Danke, Alois. Es gibt jetzt die Möglichkeiten, die Fragen an die beiden Trainer zu richten. Kurzes Handzeichen. Der Jochen kommt mit dem Mikrofon. Herr Schwarz, haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb Ihre Mannschaft in der ersten Halbzeit so mutlos und so verzagt agiert hat? Ja, jetzt direkt gleich eine Erklärung zu haben, wir müssen das mal genau nochmal analysieren, angucken. Letztendlich haben wir das nicht geschafft, was wir in den vorigen Spielen geschafft haben. Dass wir trotzdem 4-4-2, ein 4-2-3-1 des Gegners besser bearbeiten können. Es hat uns immer einer im Mittelfeld gefehlt. Und dadurch ist man immer unsicherer geworden, ist mehr hinterhergelaufen. Und deswegen haben wir es relativ schnell korrigiert. Dann war es etwas besser, aber auch noch nicht so, wie ich mir es vorstelle. Zwei der vier Neuzugänge haben heute gespielt. Wie weit ist denn der Spanier, der Nono? Wann rechnen Sie damit, dass er sein Debüt feiern kann? Und wie waren Sie denn mit Zellner und Okoronkwo zufrieden? Das ist natürlich auch schwer für die Neuen, da gleich so richtig Fuß zu fassen, wenn ein Spiel so nicht läuft. Von der Einstellung war ich mit ihnen sehr zufrieden. Dass sie beide mehr können, weiß ich auch. Aber ich glaube, das war im Kollektiv heute, dass wir alle mehr können, wie wir heute abgeliefert haben. Was Nono betrifft, ja, er zeigt gute Ansätze, aber auch er ist natürlich, sollte sich mal ein bisschen hier dran gewöhnen, kurz mal so ein Spiel auch zu sehen, wie es hier abgeht in der zweiten Liga. Fußballerisch ist ein sehr, sehr guter Mann und der uns auch weiterhelfen kann. Sie haben sehr schnell den Alexander Bieler ausgewechselt, um das System umzustellen, oder was war denn der Grund? Ja, habe ich ja gesagt, der Alex musste da ins Gras beißen, weil ich da einfach das Zentrum stark machen wollte. Ich habe den Okoronkwo auf die andere Seite gestellt und den Wooten über die Außen rechts laufen lassen. Dadurch waren wir etwas kompakter. Das war ein taktischer Wechsel. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann war es das. Dankeschön an Sie, an die Journalisten. Danke an Alois, danke an Herrn Lienen. Euch eine gute Heimreise. Ihnen noch einen schönen Restsamstag, schönes Wochenende. Bleiben Sie sportlich. Dankeschön.